Hey Leute, was geht? Hier ist wieder Deep Yoshi und diesmal habe ich ein Unboxing-Video für euch. Ich habe mir nämlich die Avamedia TV Capture HD geholt und dann wollen wir die erstmal aufmachen mit meinem Schweizer Taschenkugelschreiber. Okay, dann wollen wir mal gucken, wie wir die jetzt am besten aufkriegen. Ist die eigentlich schon offen? Das muss. Was ist, ach, da ist es. Ja, natürlich seht ihr nicht so viel. Ja, scheiß Webcam. Ich habe aber leider nichts anderes gerade zur Verfügung. Aber, so, das müsste jetzt eigentlich offen sein. Lass uns mal gucken, was da drin ist. Noch mehr Verpackung. Yay! Und, oi. Also auf jeden Fall erstmal diese. Ah ja, okay. Ihr seht das wahrscheinlich gerade nicht. Ich packe das mal kurz mal aus. Einmal die Karte selbst. Ja, das Licht reflektiert von meiner Lampe. Ist ein bisschen doof. Aber, was soll man machen? So, das ist einmal die Karte. So, dann haben wir hier auch noch eine Fernbedienung mit drin. Batterien sind auch dabei. Und eine schöne HDMI zu Komponentenkabelverbindung, so Verbindungskabel, ja, nochmal ganz nah ran in die Kamera, dass ihr gar nichts mehr seht. Okay, und dann haben wir hier noch ein Stromkabel, oder das ist das Aufnahmeding. Na, irgendein Kabel ist das. Ich müsste nochmal in der Bedienungsanleitung gucken, was das genau ist. Okay. Und dann haben wir hier noch für den PC noch so ein extra Stecker. Also so ein Blechschutz, okay. Und ein Kabel. Wofür ist denn das jetzt nochmal genau? Gucken. Es hat ja nur einen Anschluss. Merkwürdig. Oder kann man das nur an den anderen Ding anschließen? Ah! Gott, ne. Ich suche gerade. Wo war denn das andere Ding? Bin mir nicht so sicher. Aber es ist irgendein Kabel. Ich werde mal schauen, was das noch ist. Und eine Bedienungsanleitung. Und das war es doch schon. Und ich hoffe, wir kriegen noch ein paar Projekte aufgenommen mit der Karte. Also bis dann. Und ciao.